wirklich nochmal ganz herzlich. Und Verschwörungserzählungen sind keine neue Erscheinung. Insbesondere in Krisen, in Zeiten von großer Unsicherheit und in Zeiten gravierender Umbrüche haben sie in unterschiedlichster Gestalt Konjunktur. Sie werden auch, wir erleben das alle täglich, mit Positionen in den politischen Auseinandersetzungen unserer Tage verknüpft. Am Wochenende konnten wir beispielsweise bei Herrn Höcke lernen, dass wir es bei Corona mit einer herbeigetesteten Pandemie zu tun haben, dass die Testung und die Anzahl der Testung überhaupt erst dazu führt, dass wir eine Pandemie haben. So also die Sicht offensichtlich im radikal rechten Spektrum unseres Landes. Wilhelm Heidmeier, einer der anerkannten Sozialforscher in der Bundesrepublik, hat es vor kurzem so beschrieben: Wir leben in Zeiten, in denen viele Menschen die Entsicherung der sozialen Zustände spüren, in denen auf die tiefgreifenden Verunsicherungen seit 2001 viele Menschen mit einer Sehnsucht nach Sicherheit, nach Kontrolle und Ordnung reagieren und in denen jetzt, natürlich drastisch verschärft durch die Corona-Pandemie, eine Unübersichtlichkeit der Zukunft wahrgenommen wird, auch vor allen Dingen der ganz individuellen und persönlichen Zukunft. Das sind Hinweise, die das Aufblühen von Verschwörungserzählungen unseres Erachtens erklärbar machen können. Wir wollen heute einen weiteren interessanten Erklärungsansatz kennenlernen. Dazu haben wir Katharina Nukun eingeladen. Sie ist Publizistin, sie ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin und sie hat gemeinsam mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti im letzten Jahr das Buch Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, veröffentlicht. Katharina Nukun, herzlich willkommen. Dass sich mit der Frage auseinandersetzt, warum glauben Menschen eigentlich an Verschwörungserzählungen? Ich habe das geschrieben gemeinsam mit Pia Lamberti, sie ist Sozialpsychologin und forscht seit vielen Jahren zu genau diesem Thema. Das heißt, sie macht im Rahmen ihrer Forschung auch Experimente, um beispielsweise abzutesten, unter welchen psychologischen Rahmenbedingungen Menschen eher an solche Narrative glauben und unter welchen Bedingungen eher nicht. Und wir haben uns vor jetzt fast 3 Jahren gemeinsam überlegt, lass uns doch ein Buch über das Thema schreiben. Denn bei diesem Thema kommen ja ganz viele unterschiedliche Aspekte. Wir haben einerseits natürlich die psychologischen Faktoren, andererseits haben wir ja auch alle wahrscheinlich zu Genüge mitbekommen in den letzten Monaten, dass soziale Medien hier eine ganz große Rolle spielen. Und wenn wir uns nochmal den politischen Bereich anschauen, ist es ja so, dass Verschwörungserzählungen nicht erst seit Trump eine große Rolle spielen in der politischen Debatte. Ja, also wenn man sich beispielsweise mal Pöbeleien gegen Journalisten anschaut von damals, von Pegida-Demonstrationen, wird man da eine erstaunliche Überschneidung von Mythen über Medien, über Presse finden, die wir jetzt auch im Zuge von Querdenken beobachten. Und bevor wir aber, sag ich mal, starten in das Thema mit der genaueren Betrachtung, ist es, glaube ich, zunächst einmal extrem wichtig, dass wir uns überhaupt einig werden, worüber sprechen wir eigentlich bei diesem Phänomen. Ja, weil meine Wahrnehmung ist, dass in den Medien sehr häufig einiges durcheinander geht, wenn über Verschwörungserzählungen gesprochen wird. Da wird beispielsweise das Synonym benutzt für Fake News oder für Falschmeldungen. Und da muss man ganz klar sagen, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es da eben doch einen ganz großen Unterschied. In unserem Buch arbeiten wir mit einer Definition und die lautet wie folgt: Eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen. So wie es sich für eine wissenschaftliche Definition gehört, war das erstmal ein ganz schön langer Satz. Daher nehmen wir den jetzt mal in die Bestandteile auseinander. Also zunächst einmal, es ist eine Annahme darüber, wie die Welt ist. Das heißt, innerhalb von diesen Geschichten wird ein Erklärungsmodell transportiert, das erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist und wie Zusammenhänge funktionieren. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie so eine Brille. Also Menschen, die sehr stark in Verschwörungsideologien gefestigt sind, sehen dann alles durch die Tönung dieser Brille, die sie eben aufhaben. Und interessant ist, dass Verschwörungserzählungen sich ja meistens nicht darum drehen, was irgendwie der Nachbar macht oder vielleicht der Mensch auf der anderen Straßenseite, der immer abends irgendwie so komisch am Fenster sitzt, sondern diese Geschichten drehen sich eigentlich immer um Menschen oder Gruppen, die wir als mächtig wahrnehmen.
Und das hat einen ganz besonderen Grund. Ja, also es ist relativ unplausibel, wenn ich jetzt eine Verschwörungserzählung ins Netz stelle. Mein Nachbar plant die neue Weltordnung. Da fragt sich jeder erstmal, wer ist dein Nachbar? Und wie plausibel ist es, dass halt jemand, der in so einem normalen Wohnviertel wie du lebt, dass der jetzt so die Weltverschwörung irgendwie von zu Hause aus managt? Das heißt, je mächtiger die Person oder Organisation wird, die in solchen Geschichten dann eben als die angeblichen Drahtzieher hingestellt werden, desto plausibler erscheint das Menschen. Und das ist übrigens ein Grund, warum häufig in solchen Geschichten auch eine systematische Überhöhung der angeblichen Verschwörer passiert. Ja, also wir alle kennen wahrscheinlich eine ganze Palette von antisemitischen Verschwörungserzählungen. Die sind ja auch schon sehr alt, die gab es eben auch schon im Mittelalter. Und da muss man ja sagen, da drehen sich diese Verschwörungserzählungen gerade nicht um Gruppen, die mächtig sind. Ja, also wenn wir uns mal das Mittelalter anschauen, da waren jüdische Communities überhaupt nicht besser gestellt als Menschen der Mehrheitsgesellschaft, sondern das war vielmehr so, dass man sehr stark eingeschränkt war, teilweise auch in der Berufsausübung oder wo man leben kann. Und man war natürlich auch in einigen Regionen sehr stark mit der permanenten Angst konfrontiert, dass es eben zu Übergriffen bis hin zu Pogromen gegen jüdische Community kommen kann. Und von daher muss man sagen, zentral ist bei solchen Narrativen gar nicht, ob die Person oder Organisation tatsächlich mächtig ist, sondern nur, dass sie als mächtig wahrgenommen wird. Ja, und antisemitische Klischees, bei denen Juden mit Macht oder Geld in Verbindung gebracht werden, spielen daher auch eben eine sehr große Rolle in diesem Kontext. Interessant ist auch, dass sich Verschwörungserzählungen eigentlich immer um Ereignisse drehen, die wir als kollektiv wichtig wahrnehmen. Ja, so ein Klassiker ist beispielsweise 9/11, ja, also der Terroranschlag. Oder es gibt auch zahlreiche Verschwörungserzählungen zum Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz, gerade in der rechtsextremen Szene. Und interessant ist, dass bei solchen Verschwörungserzählungen ein Phänomen sehr häufig zu beobachten ist, ja, also bei einigen Anhängern. Es gibt Studien, die haben sich beispielsweise angeschaut, was glauben denn Verschwörungsgläubige eigentlich so, wie es beim Tod von Prinzessin Diana eigentlich zugegangen ist. Ja, also wir wissen ja alle, Prinzessin Diana ist bei einem Autounfall und ums Leben gekommen, ausgelöst dadurch, dass sie von Paparazzis verfolgt wurde. Ja, und dann gibt es eben in der Verschwörungsszene teilweise sehr, sehr absurde Thesen, wo dann beispielsweise wird, Prinzessin Diana ist gar nicht tot, lebt noch. Oder aber das war eigentlich ein Attentat vom britischen Geheimdienst, um sie wirklich zu ermorden. Und die Forscher haben dann so unterschiedliche Verschwörungserzählungen den Verschwörungsgläubigen hingelegt und gesagt, so ja, was glaubst du denn? Wie ist es denn tatsächlich passiert? Und das Interessante war, dass ein gar nicht so geringer Anteil der Menschen mehrere Dinge angekreuzt hat, und zwar Dinge, die sich gegenseitig logisch ausgeschlossen haben. Also es gab anscheinend Menschen, oder es gibt anscheinend Menschen, die glauben, Prinzessin Diana lebt, und die glauben gleichzeitig, Prinzessin Diana wurde eigentlich vom britischen Geheimdienst ermordet. Und eine ähnliche Untersuchung wurde auch im Rahmen einer längeren Studienreihe von der Psychologin Cornelia Beetsch und ihrem Team gemacht. Die haben sich angeschaut, wie ist es denn mit Verschwörungserzählungen zu Corona, und haben den Leuten dann wieder zwei Thesen, sage ich mal, vorgestellt, die sich auch logisch ausschließen. Also das eine ist, Corona wird gemacht, um die Bevölkerung zu ermorden. Also Bevölkerungsreduktion ist so ein beliebtes Narrativ. Und andere ist, Corona ist eigentlich gar nicht gefährlich und es ist mehr oder weniger so eine Verschwörung in den Medien, die das aufbauscht. Und das passt ja offensichtlich nicht zusammen. Aber auch da hat sich in dieser Studie gezeigt, dass es Menschen gibt, die beides gleichzeitig glauben. Und eine Erklärung dafür ist folgende. Naja, oft ist es so, dass dass Verschwörungsgläubige gar nicht so genau wissen, wie die Verschwörung vonstatten gegangen ist. Sie wissen aber, dass es eine Verschwörung gibt. Ja, es ist sozusagen so eine bewusste Entscheidung, ich bin nicht bereit, das zu glauben, was eben alle anderen glauben. Und wichtig ist bei Verschwörungsnarrativen auch zu verstehen, dass es sich hierbei nicht um Geschichten handelt, wo beispielsweise gesagt wird, folgendes Unternehmen hat dieses Medikament auf den Markt gebracht und das hatte Nebenwirkungen und dadurch sind Menschen zu Schaden gekommen. Sondern
Es ist eine, also in diesen Geschichten wird wirklich eine Schurkengeschichte erzählt. Ja? Also wird gesagt, da ist ein Bösewicht oder mehrere, die haben sich verabredet und die wollen gezielt anderen Menschen schaden. Ja? Also dass andere Menschen zu Schaden kommen, ist nicht ein Nebeneffekt, ist kein Unfall, sondern das ist wirklich so eine Schurken- oder Bösewicht-Geschichte, die da erzählt wird. Ja? Und natürlich, diese Verschwörung, die findet im Geheimen statt, ist auch übrigens auch so, eine, so ein ganz guter, ganz geschickter Schachzug manchmal von Verschwörungsideologen, dem man vorwirft, naja, du hast ja keine Belege, dann wird ja gesagt, so, ja, die kann es ja gar nicht geben, weil das ist ja so geheim, das wird ja alles vertuscht. Und das ist eben auch Bestandteil, ja, so, sag ich mal, dieser Gedankengänge, die da so eine Rolle spielen. Das heißt, man kann Verschwörungserzählungen sehr eindeutig von Falschmeldungen unterscheiden. Ne? Eine Falschmeldung ist halt eine einzelne Falschmeldung, halt eine falsche Studie oder veraltete Studie, das ist halt eine Studie. Und die werden oft in Verschwörungserzählungen eingearbeitet. Also es hängt schon miteinander zusammen. Aber es ist nochmal was anderes. Ja, und viele Menschen haben sich gefragt im letzten Jahr, wo kommen all diese Menschen her? Ja, also es ist ja länger her, dass man in Deutschland größere Demonstrationen von Verschwörungsideologen auf der Straße sehen konnte. Und manchmal hat man sie vielleicht auch nicht als solche wahrgenommen. Und interessant ist aber, dass viele der Gruppen oder auch einzelnen Personen, die besonders stark in diesem Verschwörungsmilieu gerade Mythen über Corona verbreiten, dass die vorher sozusagen schon auffällig geworden sind. Also wir haben uns im Rahmen unserer Buchrecherche ganz unterschiedliche Milieus angeschaut, von Esoterik über Rechtsextremismus bis hin zu Impfmythen, also so im Gesundheitsbereich Dinge. Und man kann sagen, dass es im Zuge der Corona-Pandemie eine sehr starke Remix-Kultur in vielen Gruppierungen gab. Was meine ich damit? Naja, nehmen wir mal ein Beispiel. Es gab Gruppen schon seit Jahren, die behauptet haben, die Regierung will uns mit Funkstrahlen, also beispielsweise Mobilfunkstrahlen, wollen die uns steuern oder in unser Gehirn gucken oder unsere Gedanken manipulieren. Ja, also es ist wissenschaftlich absolut unhaltbar, was da behauptet wird. Aber es gibt eben Gruppierungen, die verbreiten das. Und das war besonders stark auch im Kontext des Ausbaus von 5G. Wobei man sagen muss, naja, eigentlich bei jedem neuen Mobilfunkstandard sind diese Gruppen dann halt immer auch besonders laut gewesen. Und bei einigen Gruppen hat man dann beobachtet, dass sie ihre Geschichte quasi verändert haben. Also vorher hieß es, 5G wird uns alle umbringen, wir werden dadurch krank werden und das soll unterdrückt werden, da gibt es eine Verschwörung. Und dann, als Corona auf den Plan trat, hat man plötzlich behauptet, naja, also hier seht ihr ja, in Wuhan gab es ja 5G schon, wurde ausgerollt da und da sind die Leute zuerst krank geworden, also muss es an den Mobilfunkstrahlen liegen. Das kann natürlich überhaupt nicht erklären, warum Corona sich auch sehr rasant in Gebieten ausgebreitet hat, wo es überhaupt gar kein 5G gibt und die sonstige Netzabdeckung auch eher miserabel ist. Aber solche logischen Einwände werden dann einfach beiseite geschoben. Es gab vorher auch schon, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, wie beispielsweise Frankreich oder auch den USA, eine gar nicht so kleine Community von Menschen, die Impfungen grundsätzlich ablehnen und die dies aber schon immer mit einer großen Verschwörung begründet haben. Also nicht jeder, der Impfungen ablehnt, ist ein Verschwörungsgläubiger. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe, die man haben kann. Aber ganz sehr viele prominente Impfgegner verbreiten eben gezielt Verschwörungsmythen. Also heißt es beispielsweise, die Wissenschaft, die sind alle kontrolliert von der Pharma-Lobby. Es gibt ja Beweise, sondern grundsätzlich alle, aber dieses Wissen werde halt angeblich unterdrückt. Auch das eine haltlose Behauptung, aber einige Menschen glauben das eben. Und nun ist es natürlich so, dass wenn Menschen vorher schon geglaubt haben, es gibt eine große Verschwörung in der Medizin, vielleicht sogar beim Thema Impfen, dann ist der Schritt natürlich ein ziemlich kleiner, dann zu glauben, naja, bei Corona spielt das eben auch eine Rolle. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass auch in der rechtsextremen Szene, ich hatte Pegida schon als Beispiel genannt, Verschwörungsideologien schon immer eine extreme Rolle gespielt haben. Also ich erinnere da auch immer gerne an den sogenannten großen Austausch. Das ist ein rechtsextremes Verschwörungsnarrativ, das eben auch von Teilen der AfD sehr stark bedient wird. Da wird von Umvolkungen gesprochen, beispielsweise hat Alexander Gauland mal in einer Pressemitteilung so gesagt. Und
Das ist eben eine ganz starke Anspielung auf eine rechtsextreme Verschwörungserzählung, wo man sich, wenn man sich das ganz genau anschaut, da halt auch wieder so antisemitische Motive eine sehr große Rolle spielen. Also wer will die Bevölkerung austauschen? Natürlich steht da am Ende natürlich eine jüdische Person dahinter, wenn man sich die Geschichten mal anschaut. Und von daher muss man sagen, ist es eigentlich gar nicht so überraschend, dass dieses Milieu, diese Szene auch recht schnell mobilisieren konnte. Man darf ja nicht vergessen, einige der großen Namen, wie beispielsweise KenFM und beispielsweise das Kompakt-Magazin, ja, die waren ja vorher, hatten schon vorher ihre Anhängerschaft. Also es gibt verschwörungsideologische Magazine, die kann man an fast jedem deutschen Bahnhofskiosk kaufen. Ja, und es gab eben vorher schon sehr bekannte YouTube-Influencer. Und was aber neu ist, ist tatsächlich, dass sehr unterschiedliche Gruppierungen hier zusammenkommen, die geeint sind in einem gemeinsamen Feindbild, ne? Nämlich Wissenschaft, Medien und Politik. Ja, und viele haben sich ja auch gefragt in den letzten Monaten, wie kann es eigentlich sein, dass bei solchen Demos, wie beispielsweise bei Querdenken oder bei den Hygienedemos in Berlin, dass da teilweise Leute mit Reichsfahne, knallharte Rechtsextremisten stehen und ein paar Meter weiter sind Leute, die irgendwie Hare Krishna sehen, eine Regenbogenfahne dabei haben, wo man eher denken würde, naja, die sehen doch die Hippies. Ja? Wie kann das, dass die halt rechts sind, beispielsweise? Und hierzu muss man wissen, dass die Esoterik schon immer eine sehr große Rolle gespielt bei vielen Menschen beim Weg in dieses Verschwörungsmilieu. Also ich würde schon sagen, dass Esoterik eine Art Einstiegsdroge ist. Und das liegt unter anderem daran, dass es hier Gemeinsamkeiten im Weltbild gibt. Also in der Esoterik wird davon gesprochen, dass die Welt in Gut und Böse eingeteilt werden kann. Also Kräfte des Lichts und Kräfte des Dunkels heißt es beispielsweise manchmal. Und es wird erzählt, es gibt so eine verborgene Wahrheit hinter den Dingen oder irgendwelche unsichtbaren Strömungen, die man irgendwie durch Willenskraft beeinflussen kann, um dann die reale Welt wiederum zu beeinflussen. Also beispielsweise durch irgendwelche Schwingungsseminare oder so etwas. Und bei Verschwörungsglaube ist das ja ähnlich. Ja? Also es gibt auch eine verborgene Wahrheit hinter den Dingen. Es gibt Mechanismen, die uns nicht bekannt sind, die aber alles zusammenhalten. Und es gibt irgendjemanden, der da auch Einfluss üben kann. Es gibt allerdings natürlich den Unterschied, dass bei der Esoterik man eher so an transzendente, unsichtbare Mächte glaubt, während man bei Verschwörungsideologien glaubt, quasi diese Mächte sind hier auf Erden. Ja, und die sind uns auch nicht gut gesonnen. Im Esoterik-Spektrum ist gerade der Gesundheitsbereich ein großer wirtschaftlicher Faktor auch für einige Akteure. Ja, also mit Esoterik lässt sich unglaublich viel Geld verdienen, beispielsweise durch irgendwelche individuellen Beratungen, durch Seminare, durch Coachings, durch Bücher, durch Heilkristalle. Ja, also es ist ein riesiger Markt und in so gut wie jeder deutschen Stadt gibt es regelmäßig auch Esoterikmessen. Im Rahmen unserer Buchrecherche haben wir uns so etwas natürlich auch angeschaut. Und das Interessante ist, dass man auf diesen Veranstaltungen, auf solchen Veranstaltungen oft auch über Verschwörungserzählungen stolpert. Und zwar in der Form, dass oft ja, Gurus oder Heiler behaupten, es gäbe eine große Verschwörung in der Medizin. Und das ist der Grund, warum ihre so wunderbare Methode, beispielsweise um Rückenleiden mit Handauflegen zu heilen, warum das nicht in der Mehrheitsgesellschaft bekannt ist, weil das eben unterdrückt werden soll. Also es ist quasi so eine klassische Ausrede, um auch irgendwie ja, sich da drumherum zu winden, dass man halt irgendwie auch eine Evidenz vorlegen müsste für die Wirksamkeit beispielsweise von irgendwelchen Heilkristallen, die angeblich vor Krebs schützen sollen. Und das Interessante, es gibt auch Studien, die sich mal angeschaut haben, gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen der Offenheit für sogenannte alternative Heilmethoden, in Anführungsstrichen, und dem Glauben an Verschwörungserzählungen. Also hat man beispielsweise gefragt, also nutzen Sie oder glauben Sie an folgende Methoden, beispielsweise Handauflegen oder solche Geschichten. Und dann wurde eben geschaut, glauben diese Menschen auch an Verschwörungserzählungen. Und man hat da eine sehr große Überschneidung gefunden. Das heißt, Menschen, die eher solche Verfahren nutzen, sind viel häufiger eher auch gleichzeitig in der Gruppe der Verschwörungsgläubigen. Ja, und ein Erklärungsmuster kann eben sein, wie gesagt, es gibt da halt eben sehr starke Berührungspunkte in diesen Milieus. Und was vielen auch nicht klar ist, es gibt so etwas wie braune Esoterik. Das heißt, es gibt
verschwörungsideologische, esoterische Gruppierungen, die beispielsweise an eine große jüdische Weltverschwörung glauben. Anastasia ist so ein Beispiel. Das ist eine Gruppierung, die auch teilweise in einigen deutschen Bundesländern ja auch so Projekte hat, wo eben Menschen leben. Und wenn man die Gruppenmitglieder sieht, ne, also denkt man eher so, ja, die kommen gerade vom Mittelaltermarkt oder vom Hippiefest. Aber wenn man sich die Bücher des Gurus anschaut, muss man sagen, das ist ganz knallharter Antisemitismus und antisemitische Verschwörungsmythen. Es gibt auch Verlage in der Esoterik-Szene, wo beispielsweise einerseits Bücher zum Thema Handauflegen und Pendeln beworben werden. Und gleichzeitig publiziert dieser Verlag dann halt auch Schriften von jemandem, der wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, ne, und halt auch eindeutig rechtsextreme antisemitische Weltbilder bemüht. Von daher muss man sagen, es ist ja zumindest aus unserer Sicht bei Weitem überhaupt nicht überraschend, dass sich auch sehr viele esoterische Gruppen oder Influencer in diesem Milieu finden. Das ist eher ein Muster, das hat man vorher auch schon sehr stark gesehen. Ja, aber trotzdem, wenn man das hört, dann stellt man sich ja die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen, die vielleicht auch eigentlich total clever sind, ja, und vielleicht auch sehr gebildet sind, plötzlich an eine große Corona-Verschwörung glauben. Ja, also manchmal gibt es ja dieses Vorurteil, die sind alle dumm, ne, muss man sagen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das überhaupt nicht haltbar. Es gibt einen leichten Zusammenhang zwischen Bildungsabschluss und der Neigung, an Verschwörungserzählungen zu glauben oder nicht. Dieser Zusammenhang ist aber nicht wirklich stark. Ein anderes Vorurteil ist beispielsweise, die sind ja alle irre, muss man sagen. Naja, psychologische Studien oder Studien von Psychologen haben eben gezeigt, der Anteil von Menschen mit psychischer Erkrankung in dieser Gruppe ist jetzt nicht unbedingt höher als in der Gesamtbevölkerung. Wobei man sagen muss, es gab auch eine neuere Studie zu Menschen, die festgenommen wurden im Zuge der Ausschreitungen am Kapitol, also beispielsweise QAnon-Anhänger. Und da hat man wiederum eine Häufung von psychischen Erkrankungen gefunden. Aber auf die Insgesamtheit, ne, von Menschen, die vielleicht auch gar nicht so krass radikal sind, sondern nur ein bisschen glauben, kann man das nicht so verallgemeinern. Also warum glauben Menschen also an so etwas? Und dafür gibt es eben unterschiedliche Erklärungsmodelle aus der Psychologie. Was sehr gut untersucht ist, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ja, dem Gefühl, einen Kontrollverlust zu verspüren und der Neigung, an Verschwörungserzählungen zu glauben. So, was meint erstmal ein Kontrollverlust? Ein Kontrollverlust haben wahrscheinlich alle hier in dieser Runde schon mal in der einen oder anderen Form erlebt. Das können ganz ja, banale, aber doch schlimme Dinge sein, wie ein Jobverlust oder aber eine Trennung, Krankheit oder politische Unsicherheit oder wirtschaftliche Unsicherheit. Ja, das alles sind eben Situationen, wo man das Gefühl hat, mir wird der Boden gerade unter den Füßen weggezogen, ich fühle mich hilflos. Ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle über die Situation. Und das fühlt sich nicht gut an. Menschen streben danach, die Kontrolle über eine Situation zu haben. Das ist sehr wichtig für auch das psychische Wohlbefinden. Und man muss ja sagen, dass wir alle in der Pandemie auch gerade einen sehr großen Kontrollverlust verspüren. Die einen vielleicht stärker als die anderen. Also man kann seine Freunde nicht mehr sehen. Einige sind in Kurzarbeit oder haben den Job verloren. Bei anderen hat sich die Arbeit wiederum stark verändert durch Homeoffice und andere Regelungen. Und man hat ja auch nicht so wirklich eine Perspektive, wie es jetzt langfristig weitergeht. Das heißt, eine Pandemie kann bei einigen Menschen so eine Situation erzeugen, die auch der perfekte Nährboden für Verschwörungserzählungen sind. Weil Verschwörungserzählungen kann man sich so ein bisschen wie ein psychologisches Hilfskonstrukt vorstellen. Also nehmen wir mal nochmal diese bildliche Situation. Jemand zieht mir quasi den Boden unter den Füßen weg, ne? Weil die Situation sich verändert. Dann will man sich in so einer Situation festhalten. Und eine Verschwörungserzählung ist so eine Art Geländer, was ich mir dann halt dahinsetze und hinbaue, an dem ich mich festhalten kann. Denn wenn man an solche Geschichten glaubt, dann hat man ja so diese Überzeugung, es gibt einen großen Plan. Ich kenne diesen großen Plan. Es gibt Bösewichte, die sind irgendwie berechenbar in ihrer Bösartigkeit, ist ganz klar strukturiert, schwarz-weiß. Und das kann einem Sicherheit oder die Illusion von Sicherheit geben, jedenfalls kurzfristig. Also man hat keineswegs eine positivere Sicht auf die Welt, sogar das Gegenteil ist meistens der Fall. Also wenn man glaubt, der Bürgerkrieg steht kurz bevor oder Menschen sollen systematisch vergiftet werden, dann ist das ja etwas, das macht unglaublich viel Angst mit den Leuten, ne? Und langfristig kann das tatsächlich eher auch das
Gefühl von Kontrollverlust noch mal bestärken, wenn man sich sehr stark in sowas dann reingräbt. Aber kurzfristig hat man das Gefühl so, hey, ich habe den Durchblick, dadurch fühle ich mich schon mal besser. Und für einige Leute kann das ja auch durchaus entlastend sein, irgendwo auch einen Sündenbock, für das zu finden, was ihnen momentan widerfährt. Ein anderer Faktor, der gerade auch im Zuge der Pandemie eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass wir alle dazu neigen, bei großen Ereignissen irgendwie intuitiv aus dem Bauch heraus davon auszugehen, da muss doch eine große Ursache dahinter stecken. Ne? Und das ist eine Verzerrung im Denken, die alle Menschen haben. Ja, es ist ein sogenannter Bias, also der Proportionality Bias in diesem Fall. Und mehr oder weniger ausgeprägt findet man das bei jedem. Ja, im Kontext von Verschwörungserzählungen kann das aber dazu führen, dass Ereignisse, bei denen die Erklärung als nicht gleichwertig zu der Wichtigkeit des Ereignisses wahrgenommen wird, dass man da eher glaubt, na, da muss doch was anderes dahinter stecken. Also beispielsweise, wenn Prominente sterben. Ich habe eben das Beispiel genannt, Prinzessin Diana. Es gibt auch noch andere Beispiele, wie beispielsweise der bekannte österreichische Politiker Jörg Haider. Da gibt es ganz viele Verschwörungserzählungen um seinen Unfalltod in der rechtsextremen Szene oder aber Klassiker Elvis. Ja, also jeder kennt diese Geschichten, wurde Elvis von UFOs entführt oder sonstiges. Und ein Erklärungsmodell, warum gerade solche Situationen oder solche Geschichten dazu anregen, da Mythen drumherum zu spinnen, ist, naja, man glaubt, diese Person ist so wichtig. Ja, also die ist auf der politischen Weltbühne vielleicht. Und warum kann die an etwas sterben, was mir vielleicht auch passieren könnte? Na, also wie beispielsweise ein Unfall oder beispielsweise Gesundheitsprobleme. Man erwartet, das muss irgendwie was Außergewöhnliches sein, was der Außergewöhnlichkeit der Person auch irgendwo gerecht wird. Ja, und dieser Mechanismus spielt bei der Pandemie eben auch eine Rolle, weil die wissenschaftliche These dazu, wie es zum Ausbruch gekommen ist, lautet ja, ein Virus ist vom Tier auf den Menschen, wo er vielleicht noch auf den Zwischenwirt übergesprungen und ist halt dann irgendwie mutiert, dass er sich von Mensch zu Mensch übertragen konnte. Und das passt nicht damit zusammen, dass wir das Gefühl haben, die ganze Welt ist auf den Kopf gestellt, einfach nur weil so eine kleine Mutation anders gelaufen ist. Ja, da muss doch ein großer Plan dahinter stecken, denken einige Menschen. Und deshalb sind auch solche Verschwörungserzählungen zum Ursprung des Virus unglaublich populär. Also beispielsweise, es stammt eigentlich aus dem Labor oder ist eigentlich eine Biowaffe und solche Geschichten. Da gibt es ganz viele Variationen dazu. Und für diese Thesen gibt es alle keine Belege. Man muss aber sagen, sie sind deshalb anziehend, weil hier eben der Proportionality Bias auch eine Rolle spielt. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen natürlich auch die Wahrnehmung von einem selbst, wie man zur Welt steht, drastisch verändern kann. Also manchmal vor, jemand glaubt, es gibt irgendwie so eine große Corona-Verschwörung. Was passiert dann mit dieser Person? Ja, also diese Person denkt dann, ich kenne die Wahrheit. Ja, und sie erhebt sich auch irgendwo mit diesem Gefühl über andere, indem man denkt, ich kenne die Wahrheit und die anderen sind nur die dummen Mitläufer, die Systemlinge, die Schlafschafe. Ja, und ich habe aber den Durchblick. Ich bin Teil einer kleinen erleuchteten Gruppe. So etwas kann hochattraktiv sein. Also gerade wenn man im Leben vielleicht auch gerade wo in einer Situation ist, wo man wenig Bestätigung auf dieser Ebene anderweitig bekommt, kann das eine unglaublich attraktive Geschichte sein, die man sich selbst erzählt. Es ist nämlich eine Heldengeschichte, in der man selbst sozusagen auch der Hauptprotagonist ist, gemeinsam mit der Gruppe, die sich dann aufmacht, die Verschwörung zu bekämpfen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass gerade bei Menschen, die so sehr stark auch in dieses Milieu eintauchen, dass sich da auch soziale Prozesse abspielen. Das heißt, man findet auch Freunde in solchen verschwörungsideologischen Gruppierungen. Man geht zusammen zu Demos, man klebt Plakate in einigen lokalen Messenger-Gruppen von querdenkennahen Gruppen. Es ist gar nicht so, dass man nur irgendwie so die neuesten Verschwörungslinks austauscht, sondern es ist teilweise so, ja, guten Morgen, Thomas, na, wie geht's dir, Gabi? Und man merkt richtig, dass das für die Leute halt auch eben auch gerade in der Krisenzeit irgendwo auch ein sozialer Halt ist. Und Studien
deuten darauf hin, dass Menschen mit einem besonders hohen Bedürfnis nach Einzigartigkeit anscheinend nochmal einen etwas höheren Hang haben, auf Verschwörungserzählungen anzuspringen. Hierzu muss man wissen, wir alle haben das Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Ja, das ist das, worauf die Modeindustrie ihre unglaublichen Gewinne fußt. Aber es ist nochmal unterschiedlich ausgeprägt. Ja, und nur weil jemand ein stark hohes Bedürfnis nach Einzigartigkeit hat, wenn er beispielsweise sagt, ich höre lieber andere Musik oder ich will mich auch bewusst vom Mainstream abheben, heißt das noch nicht, dass er an Verschwörungserzählungen glaubt. Aber hier scheint es irgendwie auch bei einigen Menschen einen Zusammenhang zu geben, beziehungsweise es scheint es nochmal wahrscheinlicher zu machen, dass sie in solche Milieus abdriften. Und diese Zusammenhänge zeigen eben auch, naja, Verschwörungsgläubige sind eigentlich gar nicht so viel anders als wir selbst. Wir alle machen früher oder später Krisen zu, wir alle erleben früher oder später Krisen, wir alle wollen uns besonders fühlen, wir wollen uns geliebt fühlen, wir wollen in einer sozialen Gruppe akzeptiert sein. Und verschwörungsideologische Gruppierungen docken eben sehr geschickt an diese Bedürfnisse an, ja, die wir aber eigentlich alle haben. Das heißt, so anders sind Verschwörungsgläubige eigentlich nicht von einem selbst. Und das ist auch etwas, was man eben berücksichtigen sollte, wenn man über dieses Thema spricht. Man denkt immer oft so, ja, das kann mir nie passieren. Da würde ich sagen, da wäre Vorsicht geboten. Ich würde das durchaus anders sehen. Ja, und oft werden wir gefragt, gibt es eigentlich Risikogruppen für den Glauben an Verschwörungserzählungen? Und hierzu muss man sagen, nicht wirklich. Ja, also es gibt Studien, die deuten darauf hin, dass Männer so ein bisschen anfälliger wären als Frauen. Gleichzeitig muss man aber sagen, es gibt einzelne Milieus, wo Frauen auf jeden Fall viel, viel häufiger, sage ich mal, mitmachen oder an so etwas glauben, während in anderen Themenbereichen, also gerade so im rechtsextremistischen Spektrum, muss man sagen, da ist ein deutlicher Männerüberhang. Das heißt, es kann sich auch von Milieu zu Milieu, von Erzählung zu Erzählung sehr stark unterscheiden. Studien deuten allerdings darauf hin, dass Narzissmus eben auch ein Faktor sein kann. Das heißt, gerade im Narzissmus hat man ja so dieses Gefühl, man ist selbst etwas oder jemand Großartiges und die Umgebung weiß das nur noch nicht genug zu schätzen oder schon wertschätzt das nicht genug. Und Verschwörungserzählungen erzählen einem ja genau das, ne? Also du bist was Besonderes, du bist nicht ein kleines Rädchen im Getriebe, sondern du hast den Durchblick und von daher kannst du da eben auch ganz besonders gut andocken. Studien kommen zu dem Ergebnis, es gibt einen Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und Verschwörungsglauben, dahingehend, dass Menschen mit niedrigerem Bildungsabschluss scheinbar eher häufiger an so etwas glauben. Aber ich wäre da durchaus vorsichtig daraus, so den Schluss zu ziehen, mit einem hohen Bildungsgrad, da kann einem eigentlich gar nichts passieren, denn das wäre ein Trugschluss. Ja, also es gibt beispielsweise auch Studien, die haben sich mal angeschaut, wie ist es bei Menschen mit einem sehr hohen Bildungsabschluss, aber einer konservativen politischen Grundgesinnung, glauben die an Verschwörungserzählungen über Barack Obama und haben dann festgestellt, naja, teilweise glauben die sogar noch stärker als, sag ich mal, die Vergleichsgruppe, trotz ihres hohen Bildungsabschlusses, ne? Weil eben diese Feindbilder, die man dann im jeweiligen politischen Lager hat, dann auch an die Verschwörungserzählungen andocken. Und ja, von daher kann man nicht sagen, dass das Bildung da halt so viel getan hätte. Und dieses Ergebnis, dass es eben einen Zusammenhang in einigen Bereichen gibt, kann man sich auch anders erklären. Und zwar über das Element des Kontrollverlusts. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss eher Gefahr laufen, in Jobs zu landen, die von Fremdbestimmung dominiert sind. Na? Also wo man vielleicht auch weniger verdient, wo man eher sich ausgeliefert fühlt. Na? Also beispielsweise, wenn man von Werkvertrag zu Werkvertrag sich hangelt. Und Studien zeigen eben auch, dass Menschen mit prekärer Beschäftigung auch eher anscheinend an Verschwörungserzählungen zu glauben scheinen. Und da spielt aus meiner Sicht eben auch dieses Element des Kontrollverlusts, dieses alltäglich erlebten Kontrollverlusts, eine sehr große Rolle. Also gerade wenn man im Alltag das Gefühl hat, ich kann ganz wenig steuern, ich bin ganz viel fremdbestimmt, dann sind solche Geschichten natürlich nochmal umso attraktiver. Und insgesamt muss man sagen, dieses Phänomen zieht sich quer durch die Bevölkerung. Ja, also es gibt hochgebildete Professoren, die an Verschwörungserzählungen glauben. Es gibt nicht wenige Mediziner, die esoterische Heilverfahren propagieren und auch Verschwörungserzählungen zu Corona verbreiten. Allerdings ist das natürlich eine Minderheit in der jeweiligen Berufsgruppe.
Ja, und auch die linke Szene ist ja von Verschwörungserzählungen nicht frei, ne? Also ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, da gab es eben auch ja, so linke Buchclubs, die beispielsweise Vorträge über Verschwörungen zu 9-11 beworben haben. Und das wurde auch nicht weiter als problematisch gesehen, ne? Obwohl da teilweise auch Akteure aufgetreten sind, die sehr nah am verschwörungsideologischen rechtsextremen Spektrum waren oder Teil davon. Man muss allerdings sagen, wenn man sich insgesamt die politische Landschaft anschaut, dann gibt es eben schon Studien, die darauf hindeuten, dass es nochmal eine sehr starke Häufung gibt, gerade in rechtsextremen und rechtspopulistischen Gruppen. Also eine Untersuchung hat sich in Deutschland mal angeschaut, wie ist das im Parteienspektrum, und da hat man eben bei der AfD einen deutlichen Peak gesehen. Und in den USA war es eben auch so, dass man auch einen Peak gesehen hat bei Trump-Anhängern. Und das lässt sich dadurch erklären, dass natürlich auch gerade im rechtsextremen, rechtspopulistischen Spektrum auch die Akteure selber natürlich auch Verschwörungserzählungen benutzen, um damit Wahlkampf zu machen. Also beispielsweise der ein oder andere AfD-Politiker spricht sehr offen von einem angeblichen Bevölkerungsaustausch oder Umvölkerung, also ein rechtsextremes Verschwörungsnarrativ. Und Trump hat ja auch ganz massiv mit Verschwörungserzählungen aller Art von Anfang an Kampagnen gemacht. Und das ist ein Problem, denn Verschwörungsmythen können ein Radikalisierungsbeschleuniger sein. Und was ich damit meine, das haben wir oder das haben viele von euch wahrscheinlich so in den letzten Wochen, Monaten in zahlreichen Fernsehberichten aufgedröselt bekommen. Im Januar haben Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt. Und Experten gehen davon aus, dass Verschwörungserzählungen da eine immense Rolle gespielt haben. Also kurz vor der Stürmung des Kapitols war es eben so, dass das Trump-Lager da halt auch eine Demo angemeldet hat. Dort auf der Bühne hat Trump selbst auch nochmal Verschwörungserzählungen über die Medien verbreitet. Andere haben Verschwörungserzählungen zu einem angeblichen Wahlbetrug verbreitet. Und das hat die Anhänger natürlich auch nochmal weiter aufgestachelt, wobei auch vorher in den einschlägigen Gruppierungen, Online-Foren, Medien, natürlich auch so etwas die ganze Zeit wochenlang verbreitet worden ist. Und das hat dazu geführt, dass Menschen ins Kapitol eingedrungen sind. Teilweise mussten Abgeordnete sich halt in den Büros verbarrikadieren. Und ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, wie haarscharf man da an einer viel größeren Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Also sind Leute durch die Flure gelaufen und haben dazu aufgerufen, Mike Pence zu erhängen, ja, weil Pence sich bei einer Abstimmung gegen Trump stellen wollte. Und im Umfeld dieses Anschlags auf das Kapitol haben Sicherheitsbehörden Waffen sichergestellt, zahlreiche Schuss sichergestellt, Molotow-Cocktails sichergestellt, und zum Glück konnten sich die Abgeordneten halt rechtzeitig dann auch in Sicherheit bringen. Wenn das nicht passiert wäre, hätte das auch ganz anders ausgehen können. So, was für eine Rolle spielen Verschwörungserzählungen bei so einem Radikalisierungsprozess, der vielleicht dazu führt, dass halt irgendwie jemand, der vor 2 Jahren vielleicht auch gar nicht so krass politisch war, sich plötzlich über Gruppierungen irgendwie so rein in eine Denke begibt, dass er glaubt, ich muss jetzt das Kapitol stürmen, weil es dort eine große Verschwörung gäbe. Naja, es spielen 3 Faktoren eine Rolle. Zunächst einmal ist es so, dass verschwörungsideologische Gruppierungen sehr stark mit einem Gut-Böse-Schema, ne, also so einer Schwarz-Weiß-Weltsicht operieren. Das heißt, es gibt sehr starke Feindbilder. Und diese starken Feindbilder führen dazu, dass es auch ein sehr starkes Gruppengefühl gibt. So nach dem Motto, wir müssen zusammenhalten gegen die Verschwörer. Und du darfst die Gruppe nicht verlassen, ne? Sonst verrätst du uns, und damit machst du die Verschwörung womöglich erst möglich. Ne? Und im zweiten Schritt findet eben auch durch Verschwörungsnarrative eine Art Immunisierung statt. Also wenn Leuten permanent eingeredet wird, glaub nicht, was die Medien über uns schreiben, die gehören zur Systempresse, dann schafft man sich ein System, in dem Kritik einfach an den Anhängern abperlt. Und das ist natürlich auch für Politiker wie Donald Trump extrem attraktiv, wenn man die Anhänger einmal so weit bekommen hat, Medien, kritischen Medien systematisch so weit zu misstrauen, dass sie noch nicht mal mehr einen Faktencheck anklicken.
dann kann die Times oder die New York Times noch so viele Faktenchecks machen, die Anhänger werden es nicht lesen. Ja? Sie werden das als Teil der Verschwörung sehen. Und das ist besonders auch für rechtsextreme, gewaltbereite Gruppierungen natürlich ein total attraktives Framing. Das ist auch für Sekten ein total attraktives Framing, weil so kann ich quasi die absolute Kontrolle, auch so können Verschwörungsideologen die absolute Kontrolle darüber bekommen, was ihre Anhänger glauben sollen und was nicht. Und im dritten Schritt kann eben auch Gewalt durch Verschwörungserzählungen legitimiert werden. Also dann wird den Anhängern beispielsweise gesagt, na, es bringt nichts, sich politisch innerhalb des Systems zu engagieren, das ist eh alles ein abgekartetes Spiel, die Wahlen werden gefälscht, morgens ruft die Bundeskanzlerin bei allen an und sagt, was sie schreiben sollen, also bringt es gar nichts, hier mitzuspielen. Was ist denn dann eigentlich noch unsere Option? Und wenn man die Leute einmal so weit hat, dann ist es viel einfacher, dann zu sagen, naja, dann ist Gewalt vielleicht einfach nur eine Form von Notwehr. Uns bleibt ja nichts anderes. Und wenn man in diesem Gedankenframing auch drin ist, wir leben in einer Diktatur, ja, dann erhebt man sich ja quasi auch gedanklich zum Widerstandskämpfer. Und in solchen Situationen wird dann Gewalt plötzlich als gerechtfertigt angesehen. Deshalb ist auch dieses Gerede von einer angeblichen Corona-Diktatur aus meiner Sicht alles andere als harmlos, weil das eben in so ein Gedankengebäude reinspielt. Ja, und dieser Dreiklang von, sage ich mal, auch Mechanismen kann eben gerade auch in rechtsextremen Gruppierungen dazu führen, dass eben am Ende dann Einzelne hingehen und sagen, ich möchte ein Attentat verüben. Ja, und die sagen das nicht nur, die machen das. Also wenn wir uns die rechtsextremen Attentate der letzten Jahre anschauen, Christchurch, Halle, Hanau, El Paso, dann wird man feststellen, dass die Attentäter alle an irgendeine Form von Verschwörungserzählung geglaubt haben. Also entweder an die jüdische Weltverschwörung, an irgendeine Form von Unvolkung, Bevölkerungsaustausch, solche Geschichten. Das sind Narrative, die die Attentäter in so eine Gedankenwelt gebracht haben, dass sie irgendwie glauben, die Helden oder quasi auch die Verteidiger des Abendlandes zu sein und dass sie dann so weit gegangen sind, um Menschen zu ermorden. Ja, aber der Verschwörungsglaube hat auch negative Folgen für die Gesellschaft abseits von gewaltbereiten Gruppierungen. Also was ich momentan mit großer Sorge sehe, ist, dass es eben, wie gesagt, so neue Bündnisse auch gibt zwischen verschwörungsideologischen Gruppierungen und rechtsextremer Szene, wobei man sagen muss, es gab schon immer Verbindungen und intensive Freundschaften. Teilweise kann man die beiden Szenen auch überhaupt nicht auseinanderhalten, weil die sehr gut ineinander aufgehen. Aber es ist doch nochmal eine andere Qualität, die jetzt hier auch entstanden ist. Ne? Von Bündnissen beispielsweise zwischen Querdenken-Akteuren und Reichsbürgerszene, die auch nochmal auch natürlich auch die Reichsbürgerszene selber verändern, beziehungsweise dadurch auch eine ganz andere Reichweite in andere Gruppierungen erreicht wird, die Reichsbürgerszene alleine vor 5 Jahren oder vor 2 Jahren wahrscheinlich nicht hinbekommen hätte. Studien deuten darauf hin, dass Menschen, die an eine große Verschwörung glauben, sich eher aus Strukturen politischer Teilhabe zurückziehen. Ja, ich meine, ist ja auch klar, wenn man glaubt, die Wahlen werden gefälscht, warum soll man dann wählen gehen? Wenn man glaubt, alle Parteien werden zentral gesteuert, warum soll man dann in eine Partei eintreten? Das führt aber dazu, dass es so eine self-fulfilling prophecy wird. Ne? Also ich mache in der Politik nicht mit, weil ich glaube, das ist ja eh alles Quatsch. Also habe ich auch keine positiven Erlebnisse mehr mit Demokratie und ziehe mich immer weiter zurück. Was auch problematisch ist, naja, das Vertrauen in zentrale Institutionen bricht weg. Also Verschwörungsideologen, die verbreiten sehr oft Mythen über Journalismus, über Wissenschaft. Und da stellt sich ja die Frage, wir haben ja in der Demokratie aus gutem Grund Checks and Balances, wo wir, also ne, wie wir über bestimmte aber wie wir zu einer Meinung kommen. Also eine freie Presse ist ja auch deshalb wichtig, um den Mächtigen auf die Finger zu schauen, Missstände aufzuzeigen und eben auch, sag ich mal, Menschen auch über Dinge zu informieren. Wenn aber das Vertrauen in Medien wegbricht, weil behauptet wird, da ist eine große Verschwörung, dann ist ja grundsätzlich die Frage, was tritt an dessen Stelle? Ne? Also wenn an die Stelle dann Verschwörungsideologen treten, die überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise sich an journalistische Standards verpflichtet fühlen, ne, verändert das natürlich die Debatte. Ne? Also wenn
30% der Menschen sagen, nee, also der Himmel ist grün, das habe ich jetzt aber in dem Telegram-Channel gelesen, und sich einfach weigern, auch rauszugucken, ne, dann wird es schwer, über das Wetter zu sprechen. Ne? Und Wetter ist vielleicht so ein einfaches Beispiel, ne? Aber nehmen wir mal die Corona-Pandemie oder aber den Klimawandel. Es wird extrem schwierig, überhaupt noch gute Lösungen zu finden, wenn man sich gar nicht mehr darauf einigen kann, was sind denn vertrauenswürdige Instanzen, wie stellen wir als Gesellschaft überhaupt fest, was wahr ist und was unwahr ist. Ne? Also beispielsweise, indem man sagt, naja, die Wissenschaft ist schon eine ziemlich vertrauenswürdige Institution an sich. Ne? Und was wir natürlich auch sehr stark gesehen haben in den letzten Monaten, ist, ist dass Debatten durch die mit Verschwörungserzählungen verbundenen Feindbilder sehr stark eskalieren. Also in der Demokratie sind wir darauf angewiesen, dass wir miteinander reden, auch mit denen, die wir vielleicht nicht so gerne politisch mögen. Und dann versuchen wir irgendwie Mehrheiten zu bilden, Kompromisse zu schließen. So ist das halt. Wenn man aber glaubt, alle anderen bis auf die eigene Gruppe sind Teil einer großen Verschwörung, das sind die Feinde, ne? Die sind absolut böse, die wollen den Menschen schaden. Wie will man dann sachlich miteinander diskutieren? Ne? Wenn man den anderen nicht als jemanden wahrnimmt, der einfach eine andere Meinung hat, sondern das ist der Feind, das ist der Verschwörer. Und zwar nicht der, sondern alle anderen. Also man zieht sich da auch quasi aus der Debatte raus. Und statt zu diskutieren oder Argumente auszutauschen, wird eher dann über andere Leute gehetzt. Ne? Also beispielsweise in Telegram-Channeln von großen QAnon-Influencern sieht man dann halt auch immer wieder dann so, ja, wir brauchen Kriegsgerichte, holt die Seile. Ne? Und dann wird sich dann halt schon auf den Tag X vorbereitet und man frohlockt schon, wen man dann alles abholen lassen kann. Ich bin dann auch übrigens eine davon. Ja, und es kommt dann natürlich auch nicht nur zu verbaler Gewalt, sondern natürlich auch zu konkreten Drohungen. Ne? Also Dr. Fauci, der einer der wichtigsten Berater der US-Regierung, hat in den letzten Monaten erlebt, dass also da wurde ein Brief an seine Familie geschickt und da war halt eine Substanz, die verdächtig aussah, wo man nicht wusste, ist es gibt, was ist es? Es war am Ende was Harmloses, aber sowas macht natürlich Angst. Ne? Sowas ist ja ein Zeichen dafür, hey, du bist nicht mal da, wo deine Familie lebt, sicher, und deine Familie ist auch nicht sicher. Es gab in den letzten Monaten weltweit unzählige Attentate auf 5G-Funkmasten. Also diese Verschwörungserzählung wird immer gerne als so ein bisschen abseitig wahrgenommen. Die ist aber in anderen Ländern viel stärker verbreitet als in Deutschland. Natürlich auch trotzdem eine Minderheitenmeinung, aber einige Leute gehen dann hin und zünden Funkmasten an. Ja, und teilweise nicht irgendwelche, sondern den Funkmast, der direkt neben dem Krankenhaus steht, was dazu führt, dass die Leute, die da gerade im Sterben liegen und kein Besuchsrecht mehr haben, dass die nicht mal mit ihren Angehörigen den letzten Abschied nehmen können. Und wenn wir uns nochmal anschauen, was auch Verschwörungserzählungen langfristig für uns in der Pandemie bedeuten, muss man ja sagen, also langfristig ist die Gefahr, dass Menschen sich auch aufgrund von Verschwörungserzählungen nicht impfen lassen werden, ja, weil sie grundsätzlich Angst davor haben, dann irgendwie ferngesteuert oder was auch immer zu sein. Und selbst wenn wir nochmal darüber hinausblicken, dann besteht eben die Gefahr, dass Menschen, die jetzt im Zuge von Corona in diese Verschwörungsmilieus sozialisiert wurden, da wiederum mit anderen Sachen in Kontakt kommen. Also oft ist es so, dass man dann in so einen Sog gerät, ne? Erst eine Verschwörungserzählung, dann geht man in die Gruppen, dann lernt man da sehr schnell oder kommt beigebracht oder erzählt, alles ist eine Verschwörung, ja, und beschäftigt sich ganz viel damit. Und oft ist es so, dass dann dieser Glaube an so eine große Medizinverschwörung dann auch dazu führt, dass die Leute sehr stark in esoterische Heilverfahren abrutschen. Ja, und das kann dazu führen, dass Menschen im Extremfall dann bei einer schweren Erkrankung, die aber eigentlich total einfach behandelbar wäre, beispielsweise Bluthochdruck oder aber Krebs, also leichte Formen von Krebs, wo man sagen kann, da wird Chemo oder Operation, wird da halt auf jeden Fall was bringen und du könntest noch viele, viele Jahre gut leben, die verweigern dann die Behandlung und die können dann an einfachen Erkrankungen sterben. Und das macht auch deutlich, warum man so etwas keineswegs belächeln sollte, sondern das kann halt wirklich krasse Konsequenzen haben, einerseits auf gesellschaftlicher Ebene für die Demokratie als Ganzes, aber natürlich stehen dahinter auch teilweise tragische Geschichten von Familien, die dann wirklich sagen, ich habe Angst um meine Schwester. Ne? Also was ist, wenn die krank wird? Dann stirbt sie wahrscheinlich, weil sie sich verweigert. Ne? Ja, und damit komme ich auch schon zur fast letzten Frage.
Was können wir dagegen tun? Also auf individueller Ebene kann man ja ganz viel machen. Ich glaube aber, die Politik sollte halt auch langsam mal was machen. Und was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass in den Schulen, bereits in den Schulen, mehr Aufklärung stattfindet darüber, was sind Verschwörungserzählungen, wie funktionieren die, warum sind die für Menschen attraktiv? Weil wenn ich diese psychologischen Mechanismen kenne, da kann ich ja auch vorsichtiger bei mir und bei anderen sein. Aber wie erkenne ich, was sind typische Maschen von Verschwörungsideologen? Ja, also wenn man einmal mit so etwas gewarnt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf so etwas anspringt, viel geringer. Was es auch bräuchte, ist eine bessere Förderung von Initiativen, die sich damit politisch auseinandersetzen und beispielsweise Handreichungen veröffentlichen, ne, oder beispielsweise auch systematische Untersuchungen in diesem Milieu auch anstellen. Ich fand es ehrlich gesagt schockierend, als wir unsere Recherche damals gemacht haben, haben wir auch mit jemandem von der Amadeo Antonio Stiftung gesprochen, vom Projekt No World Order. Die beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Reichsbürgerszene, ist so eines der profiliertesten Projekte. Und die standen kurz vorm Aus bei einer Förderrunde. Ja, also die mussten wirklich zittern, haben am Ende doch dann eine Förderverlängerung bekommen. Aber das darf eigentlich nicht sein, dass mit eins der renommiertesten Projekte zum Thema Reichsbürger, der halt kurzfristig fast vorm Aus stand. Was es auch braucht, ist eine bessere Finanzierung von Beratungsangeboten. Also es gibt Beratungsangebote wie beispielsweise die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus oder aber auch die Sektenberatungsstellen. Da können sich Angehörige hinwenden. Da würde ich auch wirklich dazu ermutigen, das zu machen, wenn man eine Situation hat im eigenen Umfeld, wo man sich überfordert fühlt. Also beispielsweise jemand ist so krass in diesem Verschwörungsglauben zu Corona, dass er sich auch an Hygieneabstand, also Hygieneregeln nicht hält und dadurch auch andere in der Familie gefährdet. Das kann sehr schnell zu krassen Konflikten führen, bis dass dann irgendwann der Kontaktabbruch im Raum steht. Und da würde ich wirklich dazu raten, in solchen Fällen dann halt eher früher als spät bei einer Beratungsstelle anzurufen, beispielsweise bei den Sektenberatungsstellen. Die haben sehr viel Erfahrung mit so etwas, weil eben Sekten auch teilweise sehr ähnlich arbeiten wie verschwörungsideologische Gruppierungen. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, ist, die Opfer nicht zu vergessen. Ja, also wir tendieren dazu immer sehr viel über Verschwörungsgläubige und Verschwörungsideologen zu sprechen. Und dabei wird eben oft vergessen, dass wir es hier nicht immer nur mit verführten Opfern zu tun haben, sondern diese Menschen werden auch zu Tätern gegen andere Menschen. Ja, also wer im Fadenkreuz von Verschwörungsideologen landet, der muss sich mit einem Haufen Berg an Hetze, Hass bis hin zu konkreter Gewaltandrohung rumschlagen. Und es kann nicht sein, dass diese Menschen weitgehend alleingelassen werden, was bis auf einige wenige Beratungsangebote, die es gibt, leider derzeit doch der Fall ist. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende des Vortrags angekommen und ich hoffe, ihr habt ganz viele Fragen.